Die Kurden leben auf vier Länder aufgeteilt: Türkei, Irak, Syrien und Iran. Der erfolgreiche Kampf gegen den IS könnte den Traum vom eigenen Staat Kurdistan möglich machen. Ähnlich wie es den Kurden im Nordirak gelungen ist, autonom zu sein. Viele Politiker der EU zögern noch immer, das Kurdenproblem in der Türkei anzusprechen. Indirekt befürworten sie damit die Militäraktionen im Osten der Türkei. Die alten politischen Stile sind nicht so leicht zu verändern. In diesem Sinn müssen die EU-Politiker mutiger handeln. Sich also nicht nur auf das, was diese Woche oder Monat passiert oder was passieren könnte, zu konzentrieren und Augenblickpolitik zu machen. Vielmehr ist es wichtig, langfristig über die Zukunft nachzudenken und visionäre Veränderungen zu überlegen. Ich sehe leider derzeit bei vielen EU-Politikern oder in EU-Ländern so eine ernste Veränderung. Wir dürfen das, was da in der Türkei in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, ein Gewaltexzess, muss man schon sagen, in Richtung vor allem der HDP, also der kurdisch-liberal-linken Partei, deren Wahlkampflokale, deren Kandidatinnen und Kandidaten, da hat es über Dutzende Wahllokale Attacken gegeben. Und auch gegenüber den Medien. Ja, das dürfen wir nicht einfach geschehen lassen. Aber die europäischen Politiker schweigen, allen voran Deutschland. Einige sind sogar der Meinung, die Menschenrechte seien derzeit nicht so wichtig. Vielmehr benötige Europa eine Lösung in der Flüchtlingsfrage. Die Türkei ist da ein wichtiger Partner. In der Zwischenzeit werden die Repressalien an Politikern der HDP und gegenüber Medien immer brutaler. Wir haben in Cizre in der letzten Zeit Schwierigkeiten erlebt. Wie Sie wissen, sind auf einmal die ungelösten Morde wieder losgegangen, genau wie in den 90er Jahren von der Hizbul-Kontra. Es hat sich wie damals entwickelt und es hat damals 1000 ungelöste Fälle und Tode gegeben. Im Dezember hat man das Gefühl gehabt, es wird wieder, wie es damals war. Mir ist es so vorgekommen, dass wir zurück in die 90er Jahren gehen. Der Anschlag in Suruç war der Beginn der Eskalation zwischen Erdogan und der PKK. Bei dem Anschlag sind 32 meist Jugendliche ums Leben gekommen, die sich für den Wiederaufbau des 10 Kilometer von Suruç entfernten Kobane eingesetzt haben. Der IS soll hinter dem Anschlag stehen, so die offizielle Version. Wenige Tage später hat die PKK zwei Polizisten erschossen, die laut PKK den IS beim Anschlag unterstützt haben sollen. Die Antwort der Türkei: Kampfflugzeuge, die im Irak im Kandilgebirge Stellungen der PKK bombardieren. Die Opfer sind meist Zivilisten, hier wie dort. Die militärischen Einsätze gegen die PKK werden zunehmend heftiger. Erdogan beginnt nun auch in seinem eigenen Land gegen die Kurden mit voller Härte vorzugehen. Cizre, Silopi oder die Altstadt in Diyarbakir, Sur, übrigens ein UNESCO-Weltkulturerbe. Überall dort geht das Militär mit schweren Waffen gegen die Kurden vor. Egal ob Frauen, Kinder oder alte Menschen, alle, die sich nicht ergeben, sind laut Polizei Sympathisanten der PKK und werden systematisch aus ihren Häusern vertrieben oder getötet. Das hat nicht einmal Israel Palästinensern angetan. Das hat auch Amerika Saddam nicht angetan. Das ist die Schikane der türkischen Regierung, wie im Islamischen Staat. Medien werden immer öfter daran gehindert, die Aktionen von Militär und Polizei zu dokumentieren. Ich kann so sagen, es ist nicht das erste Mal, zweite Mal oder dritte Mal. Der Friedensprozess ist zerstört. Wenn Sie mit dem Friedensprozess weitermachen wollen, müssen Sie konkrete Schritte setzen. Einer davon ist die Anerkennung der Muttersprache. Weiters muss die kurdische Identität Anerkennung erhalten. Ein weiterer davon ist, es sollen kranke Gefangene freigelassen werden. Jeden Tag sterben welche, die wir begraben. Sie machen aber keine konkreten Schritte und es ist auch keine Bemühung zu erkennen. Wenn diese Schritte gesetzt werden, könnte das Vertrauen wiedergewonnen werden.
Im Frühjahr 2016 werden die militärischen Aktionen gegen die Kurden noch ausgeweitet. Der angestoßene Friedensprozess durch den einseitigen Waffenverzicht der PKK aus dem Jahr 2013 ist Vergangenheit. Seit dem Wahlerfolg der HDP im Juni 2015 und auch nach der darauffolgenden Wahl im November scheint Präsident Erdogan jedes Mittel recht zu sein, um gegen die Kurden vorzugehen, um seine Macht abzusichern. Damit schafft Erdogan selbst aber weiterhin Zulauf zur PKK. Denn bei rund 14 Millionen Kurden gehen der PKK die Rekruten nicht aus. Mehr als 340.000 Menschen haben der Kampfhandlungen wegen ihre Heimat verlassen, wurden verhaftet oder sind auf der Flucht. Seit dem Frühjahr 2016 greift auch die HPG, der militärische Arm der PKK, massiv in die Kämpfe ein. Die Kurden, die PKK, die haben einen sehr gewichtigen Grund, ja, den sie vertreten. Und man muss jetzt versuchen, zu einer konstruktiven Lösung zu finden. Weil die andere, wenn man nicht miteinander redet, die andere Lösung, das ist dann, dass eine Organisation kaputt gemacht wird. Das wird erstens im Fall der PKK auch nicht gelingen, würde ich einmal meinen. Und das wäre auch für die Türkei schlecht. Und das macht sich bereits bemerkbar. Den größten Erfolg, den Wirtschaftsaufschwung der Türkei, scheint Erdogan als Präsident nun zu zerstören. Und welche Zukunft haben die Kurden? Mit Waffengewalt ist dieser Kampf nicht zu gewinnen, das hat die Vergangenheit gezeigt. Viele Kurden sehen in der PKK noch immer die Chance, Anerkennung, Selbstbestimmung und Freiheit zu erlangen.